So, das erste Mal in meinem Leben überhaupt, dass ich eine Schusswaffe in der Hand habe. Irgendwas. Ich habe das zwar schon mal gesehen, aber ich habe es noch nie selber getragen oder in der Hand gehabt. So, ihr zwei. Möchtest du das mit mir machen? Ja. Am Anfang hast du halt die Magazine. Und da zeigen wir dir erstmal, oder du kannst auch selber machen, die Schüsse in die Magazine machen. Okay. Mhm. So, du machst die Schüsse raus und dann drückst du die quasi hier so. Also Tipp von mir. Ja. Das Magazin in die linke Hand. Okay. Raufdrücken und bis zum Anschlag rein. Ah, ja. Dass der Patronenboden hier hinten vorliegt. Okay, vielen Dank. Hier, da musst du es rein und dann bis zum da rein, siehst du das? In den Anschlag und dann ist gut. Ne? Ja. Er will schon jetzt den Reserveschuss haben. Er kriegt da keine 6 da rein, kann er drücken, wie er will. Ja, das ist die 6. Das ist die 6. Ach was, das ist nicht viel. Ja, das muss man nicht rein. Das ist ja witzig. Ja, cool, vielen Dank. Was macht denn da irgendwas für Achten? Nee, das aber du darfst jetzt, wenn das Magazin drin ist, nicht gut. Mehr mit dem Lauf so. Also nicht so. Ja. Nein. Okay. Und dann schiebt man das rein, dann siehst du hier die erste Patrone schon. Okay. Jetzt gehst du erstmal in den Anschlag. Gleich stehst, also kein Bein irgendwie mehr. Auf einer Linie, okay. Genau. Und jetzt nimmst du deinen Ellenbogen, den linken, nimmst du hier hin, deine Schulter, auf deine Hüfte. Und den anderen, mit dem ziehst du dann die Waffe hier in die Schulter rein. Genau. Und wenn du dann schießen willst, dann drückst du dir das. Ah! Aber bitte auf Bahn 2 bleiben. Ja. Das war auf Bahn 1 gezielt. Ach so, das wusste ich nicht. Das hat mir ja keiner aber gesagt. Ich hab's gesehen. Okay. Boah. Wie schwer, was wiegt so ein Ding? 3,5. Mindestgewicht 3,5 Kilo, ohne Magazine und ohne Munition. Okay. Ehrlich, das trefft ihr? Das drückt. Kann ich das irgendwie durchstabilisieren, durch dass ich das gegen meine Schulter ziehe oder gibt es da irgendwas? Mit der rechten Hand etwas in die Schulter einziehen. Ja. Wenn der Arm zu kurz ist, dann musst du die Hand so nehmen. So. Krieg damit der Hand. So. Dann wird der Arm etwas länger. Ah, okay. Ja, das weiß ich ja nicht. Ah, okay. So, die Luft ausatmen, Luft anhalten und im Atemstopp schießen. Super hoch, das ist hoch anstrengend fürs Auge. Das ist wirklich, wirklich krass. Das eine zuhalten, das durch das eine gucken, dann hast du hier so einen Druck und das ist wirklich Wahnsinn, was er hier abzieht. Das ist echt krass. Du kannst ja beim Schießen beide Augen auflassen. Du musst das da ist die schwarze Blende an dem Diopter dran. Du kannst beide Augen auflassen. Aha.
Man schießt so lange, bis alle fünf Scheiben fliegen. Nee. Nee. Man schießt fünfmal und wenn man fünfmal nicht getroffen hat, läuft man fünfmal eine Runde. Ja. Richtig, 150 Meter. Oder also in deinem Falle wären das vier zusätzliche Runden jetzt gewesen. Ja, aber. Oder im Eis. Ausdauer. Genau. Da kann ich ja direkt Langlauf versuchen. Boah, und im Einzelwettkampf kriegst du pro Fehler eine Minute Strafzeit. Oben drauf. Nochmal? Plus Laufen? Nee. Nur die Strafzeit. Aber das reicht auch aus. Fünf Minuten kannst du auch nicht mehr gewinnen. Oh, du kniest dich hin. Ja, genau. Und dann, wenn du dich dann mit Waffe auch auf den Boden legst. Ja, beide Ellbogen sind auf dem Boden. Genau. Wo so hätte ich alle fünf getroffen jetzt? Das sehen wir ja jetzt. Die Chance ist jetzt vorbei. Für links die halten die Waffe alle rechts und dann kann ich die Waffe nicht. Das ist natürlich geschmeidiger, ne? Ich mach halt einen Kreis. Mach nochmal einen Kreis. Mach nochmal einen Kreis. Also was sie jetzt macht, sie nimmt rechts die Schulter ab, hält den Lauf langsam und macht dann... Langsam machen? Ja, jetzt macht sie währenddessen schon... Ja, normalerweise macht man die Klappen schon beim Laufen. Ach, Alter, seid ihr krass. Es gibt auch welche, die machen das schon vorher, aber mehr kommt. Ja, haben sie gerade. Fährst dann an und dann klappst du auf. Das ist aber auch das Einzige, was du machen darfst während des Laufens. Ja, du darfst nicht. Wenn du den Verschluss aufziehst, dann fließt er raus. Also beim Laufen darf man die Klappe halten? Die Klappe darfst du auch machen, ja. Auch beim Laufen. Ja. Genau. Und jetzt gehst du mit der... Richtig hoch. Genau. Da muss man dann und dann lässt es sie fallen. Du musst aber aufpassen, dass du den Nagel nicht im Po hast. Ne? Ja. Am besten du machst die Klappen jetzt schon mal auf, jedenfalls die obere. Also, ja. Okay. Und links. Mit der. Ja, doch links. Da, ne? Nee, ein bisschen weiter oben. Weiter. Hier, da. Ah, ja, habe ich jetzt auch. Dann nehme ich mit links, wenn ich jetzt im... Alter, wie weit ist das denn? Also ich... Du kniest dich hin, genau. So, und dann darf ich... Und mit der anderen Hand, mit der hier, gehst du schon mal hier unter das Gestell, so, genau, dass du die leichter ausziehen kannst. Und jetzt einfach... Komm, genau. Okay. Und greifen. Ja, genau. Sehr gut. Genau. Das ist auch während der Transportphase immer absolut munitionsfrei, außer hier oben hängt das. Ja. Das heißt, ich muss jetzt das Magazin reinpacken, darf dann erst... Das sieht man gar nicht. Das nimmt man gar nach nicht. Nach dem letzten Schuss. Ja. Die Kamera ist echt zu. Ja. Das leergeschossene Magazin bleibt im Magazinschacht. Ja. Dann ist eine abgefeuerte Hülse, Patrone, die Hülse bleibt im Patronenlager drin, bis du wieder zum Schießstand kommst. Wow. Ich jetzt auf den linken Ellenbogen. Ja, du kannst dich nicht mit dem anderen Arm abstützen, wenn du willst. Legst dich hin. Dann muss ich hier diagonal, ne? So. Beine lang auseinander machen. Die Füße flach auf die Hände legen mit den Innenseiten. Beim Einatmen geht die Mündung der Waffe nach unten, beim Ausatmen kommt die Mündung der Waffe wieder hoch. Ich dachte jetzt, die Waffe ist mal wert, aber muss man nicht klein haben. Da haben wir halt auch mit den alten. Ja, geht schon. Ja, er hat es jetzt auf liegend gestellt. Das liegen. Die Größe. Also da. Ja. Das da alles ist nicht gebrochen. Guck mal, das ist meine Hand. Das ist das Gesamte, also meine Hand, also eine Faust einmal schießen. Und stehen. Und liegend sind quasi nur. Siehst du, wenn ich da weiß? Das sind nur drei Fingerspitzen davon quasi. Das ist krass. Das ist das, was rauskommt. Genau. Guck mal, die ballern hier vor. Sieht man das Makro? Das ist das quasi, was da vorne rauskommt. Das ist so eine ganz kleine Kugel und die ballert hier vor und dann... Und wenn wir halt anschießen, dann kommt hier halt noch Papier hin und dann schießen wir auf Papier. Ja, okay. Weil dann sieht man genau, wo der Schuss hingeht. Ja. Und dann können wir raften, heißt das. Ja. Also können quasi unser Gewehr darauf einstellen, dass... Wenn jetzt zum Beispiel viel Wind von rechts kommt, dass das Gewehr quasi wieder auf der Mitte von der Scheibe ist. Wow. Wie waren eure ersten Schießversuche so? Das war ja noch Luftgewehr. Viel besser, ne? So, da sind wir da vorne. Auf 15 Meter ist das bei mir. Ich krieg sofort hier für die... Ja, zu sehen, ne?
was das eigentlich dann bedeutet. Ja, ja, sie da unterwegs sind. Was das angeht, ne? Ich habe noch nie auf dem Ski gestanden. Nein, alles noch angehabt. Ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, wie gesagt. Ne? Und genau darum geht es ja jetzt auch in diesem Format. Ja. Einfach mal was Neues rauszuprobieren, ne? Und mal das einfach mit einem anderen Blick zu sehen auch, ne? Ja. Finde ich. Das ist echt. Auch an die beiden, wenn man schon sieht, dass die Waffe liegt, wie viel schöne Handgelenke. Also unglaublich. Ja. Okay. Ja. Jetzt guckt man das mit ganz anderen Augen, absolut, wenn man das mal. Also bei dem Skispringen, wenn du das da mal machen willst, da weiß ich noch nicht, ob ich da dabei bin. Ja. Also mit diesem Krankenhaustransport und das Ganze, nee. Ist das dann auch nichts. Da hast keinen Bock drauf, ne? Dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Ne? Vielen Dank. Danke, aber ich weiß nicht warum. Ich habe mal alle Punkte gesehen. Ich finde nicht mal einen Punkt. Ich sehe mal alle. Das ist schwer, ne? Jetzt sag mal, Karin. Ich sehe alle. Ich habe, ja, ist ganz schwer mit dem Auge. Ja, man muss wirklich fokussieren. Ja. Und wenn du beide Augen auf hast, dann hast du die beiden Augen gesehen. Mal schwarz, mal nicht. Ne? Das ist, wenn man zu lange in eine Lampe geguckt hat. So sieht das dann aus. Oh. Ja, mit dieser Waffe hast du jetzt noch mit. Und wir feuern dich an. Fisch. Wir wetten, dass du keine drei Treffer schaffst. Okay. Die Challenge nehme ich an. Wir schauen mal jetzt gerade. Und ja, here we go.